Marian Laske für die Funke Mediengruppe. Ja, Herr Rose, gegen Frankfurt haben Sie ja, wie viel beschrieben, eine sehr gute Reaktion gezeigt und noch 3:2 gewonnen. Die Reaktion mussten Sie aber natürlich nur zeigen, weil Sie auch vorher ja, Defensivprobleme hatten, zwei Gegentore kassiert haben. Was sind so die Erkenntnisse aus diesem Spiel und was nehmen Sie jetzt mit für das Spiel gegen den SC Freiburg, die ja sicherlich auch in der Lage sind, Fehler zu bestrafen? Ja, dass wir es besser machen müssen, aber das nehmen wir uns ja schon eine ganze Weile vor. Ich denke, die erste PK vor dem Frankfurt-Spiel haben wir ja über unsere Themen geredet, dass wir weniger Gegentore bekommen wollen, dass wir insgesamt besser verteidigen möchten. Ich muss nochmal sagen, insgesamt war die Leistung in Frankfurt auch erste Halbzeit schon nicht so schlecht. Wenn man 0-2 zurücklegt, dann ist natürlich klar, was dann geschrieben steht. Aber wir haben sehr gute erste 15 Minuten gehabt, sehr, sehr gute erste 15 Minuten und haben dann Spielkontrolle verloren über einfache Fehler. Wir haben Standardsituationen zugelassen, alles Dinge, die gegen Freiburg natürlich schwierig werden könnten. Freiburg sehr standardstark, bekommen das erste Tor nach einer Standardsituation, machen dann noch zwei, drei einfache Fehler mit Ball. Daran gilt es einfach zu arbeiten, dass wir dort klarer werden, weniger Ballverluste insgesamt haben und trotzdem ist es Fußball. Du wirst immer wieder Bälle verlieren und dort geht es dann darum, eine gute Staffelung auf Ballverluste gegen den Ball zu haben, richtig auf Ballverluste zu reagieren und das Tor bis zum Ende zu verteidigen. Das ist der Ansatz, das bleibt so. Wenn wir jede Woche drüber reden und uns erarbeiten, aber wir müssen es dann halt auch irgendwann mal besser machen. Das ist auch ein Fakt.